Seit März 2019 läuft in der Stadt Ybbs das Projekt Lebensraum Ybbs Innenstadt. Ziel ist es, mit diesem Konzept eine kooperative, identitätsorientierte und nachhaltige Innenstadtentwicklung in der Donaustadt zu schaffen. In 5 Fokusgruppen wurde die Ybbser Bevölkerung dazu eingeladen, sich bei diesem Projekt zu integrieren und selbst mitzuwirken. Nun wurde im neuen Jahr Bilanz gezogen. Ich sage einmal natürlich, jede Stadt hat seine DNA, hat seine eigene Identität und das war uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch in diesem Bereich unsere Stadt auch wieder oder noch, sage ich mal, noch mehr attraktivieren wollen. Und warum wollen wir das? Weil wir absolut steigende Zahlen bei uns in Ybbs haben, in jeglicher Hinsicht, das heißt von den Wirtschaftsansiedlungen, von den Tourismuszahlen. Wir haben in Mitte Oktober, glaube ich, schon die Zahlen erreicht gehabt, was wir sonst gehabt haben. Also wir haben Zahlen, seit es Aufzeichnungen gibt in Ybbs, die was wir noch nie gehabt haben, über 11.000 jetzt genau. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, für dieses Projekt dann, wie gesagt, dieses Lebensraum.ybbs.innenstadt, weil wir natürlich auch unsere Innenstadt attraktivieren wollen. Wir haben so viele Juwelen und so viele baudenkmalgeschützte Häuser und also so sensationell die Stadt, dass auch, glaube ich, wenn ein Schiff nach Ybbs kommt oder wenn Gäste nach Ybbs kommen oder wenn sie auch Wirtschaftsbetriebe in Ybbs ansiedeln, das für Ybbs sehr, sehr interessant ist. In den 5 Fokusgruppen mit den Schwerpunkten Leben in der Innenstadt und Leerstände, Verkehr und Mobilität, Räume und Grünräume, Digitalisierung sowie Kultur und Baukultur wurde in rund 25 Sitzungen an der Innenstadtgestaltung gearbeitet. Die Leitung dieser Gruppe wurde themenspezifisch von Ybbser Fachleuten übernommen. Die Ergebnisse davon tragen bereits jetzt schon die ersten Früchte. Es gibt jetzt seit Juni bis jetzt 90 Gesamtprotokolle. Die hat der Herr Magister Ecker da alle da. Und wir haben jetzt mittlerweile seit Juni bitte bis jetzt 42 kurzfristige Maßnahmen und Projekte bereits gestartet, bereits umgesetzt, bereits in Auftrag gegeben, in der Planungsphase gegeben. Und wir haben 32 mittel- und langfristige Maßnahmen und Projekte, die jetzt quasi schon auf dem Radar sind, wenn ich so sagen darf, die was natürlich auch bei mir ins Budget mit einfließen werden. Ein Entwicklungskonzept von und für Ybbs, das selbst Stadtentwicklungsleiter Thomas Ecker zum Staunen bringt. Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Metier quer im deutschsprachigen Raum tätig, aber innerhalb von einem halben Jahr diese Professionalität mit diesen Fokusgruppenleitungen, das ist einzigartig in Ybbs, das habe ich so noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch was die Protokolle betrifft. Also wir haben aus den Fokusgruppen Protokolle bekommen, die würden eigentlich den Siegel verdienen. Das ist eigentlich schon ein städtebauliches Entwicklungskonzept. Die haben Begehungen gemacht, die haben Vorschläge entwickelt etc., haben auch Fokusgruppen übergreifend sich getroffen. Die nächste Instanz ist es jetzt, aus den zahlreichen Protokollen einen kompakten Stadtentwicklungsplan zu erstellen. Und dann natürlich letztendlich den Gemeinderat zuführen und dann natürlich eins nach dem anderen Projekt umsetzen, weil wir ja das große Ziel für unsere Stadt haben, die Stadt zu attraktivieren, die Stadt interessanter zu machen. Interessanter sage ich ganz, weil wir sind schon interessant. Ganz nach dem Motto, die Zukunft der Lebensraum Ybbs Innenstadt kommt nicht, sie wird von uns gemeinsam gemacht.